In keiner Gefahr, wenn ich allein bin, Mr. Blaw. Sie begreift es überhaupt nicht. Ich bleibe bei Ihnen, Narricott. Lassen Sie uns Rogers finden. Na, dann gehen wir mal dahin, wo man Holz hacken konnte. Rogers! Verdammt, entweder ist er um 5 Fuß größer geworden oder... Sauber in 2 Hälften geteilt. Mmh. Tot natürlich. Ja. Wir brauchen Dr. Armstrong nicht, um uns das zu bestätigen. Oder um die Todesursache festzustellen. Die Axt wurde sauber gewischt. So ordentlich wie er war, würde das Rogers gefallen. Die Schlüssel zum Esszimmer nehme ich an. Er hielt sie in der Hand. Rogers ist jetzt in seinem Schlafzimmer. Schauen Sie! Kapitel 5. 6 kleine Leichtmatrosen liefen ohne Strümpf. Einen stach die Biene tot. Da waren's nur noch 5. Mein Kompliment an Miss Claythorne und Mr. Blaw zu diesem Frühstück. Wir müssen essen, um bei Kräften zu bleiben. Ich bin ein häuslicher Kerl. Das macht mir nichts aus. Da jetzt sicher ist, dass der Mörder sich an den Reim über dem Kamin im Salon hält, ist unser weiteres Vorgehen klar. Miss Brandt, Sie sind allergisch gegen Bienenstiche. Der nächste Matrose soll auf diese Weise den Tod finden. Wir werden unser Äußerstes tun, um Sie zu beschützen. Ich möchte etwas sagen, da Mr. Owen zweifellos hier in diesem Zimmer unter uns weilt. Die anderen mögen dessen schuldig sein, was sie auf ihrer Schallplatte behaupten. Aber ich bin nicht schuldig. Beatrice Taylor starb an ihren eigenen Sünden, nicht durch meine Hand. Ich bin sicher, Sie haben jetzt erkannt, dass Sie mich irrtümlicherweise hierher eingeladen haben, um Ihr Urteil zu vollstrecken. Es ist eine dreiste Rede, wenn Sie mich fragen. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Miss Brandt, Sie können nicht davon ausgehen, dass sich Owen rational verhält. Wenn Sie gesehen hätten, was er Rogers antat... Doktor, ich würde Sie bitten, Ihre Meinung für sich zu behalten. Da sie aus einer Flasche kommt, ist sie ohnehin wertlos. No. Was fällt Ihnen ein? Ich bin sicher, Mr. Owen und ich verstehen einander. Ich werde jetzt mein Strickzeug holen. Ich bin auf der Terrasse, falls mich jemand braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau jemals von irgendjemandem gebraucht wird. Wenn Sie mich entschuldigen, ich gehe kurz auf mein Zimmer und erfrische... Ich meine... Mr. Narricott, ich bin enttäuscht, muss ich sagen. 4 Tote inzwischen. Mein Vertrauen in Sie scheint deplatziert zu sein. Vielleicht muss ich direktere Schritte unternehmen. Es hat einen Mord gegeben. Ich sollte doch diese Zeit nutzen, um gründlich nach Hinweisen zu suchen. Mmh. Können wir uns die Leichtmatrosen noch mal angucken? 4 Stück. 6 kleine Leichtmatrosen. Das wird langsam beunruhigend. Ach, vorher war es nicht beunruhigend. Nein! Können wir rausgehen? Was ist jetzt? Warum war das so komisch animiert? So als ob da irgendwas wäre? Das finde ich irgendwie beunruhigend. Kann ich eigentlich diesen Wasserhahn benutzen? Ja, kann ich. Weil da gar kein Anguckbild ist, habe ich nicht damit gerechnet. Aber wofür brauchen wir sonst einen Eimer? Ah, ich kann hier über den Rasen laufen, okay? Okay, der guckt sich den... Bleiben Sie mir ja vom Leibe. Ich bin nicht Ihr Feind. Mag sein, aber ich vertraue niemandem. Warum nur? Haben Sie etwas entdeckt? Womöglich, aber ich glaube, das behalte ich für mich, wenn es Ihnen recht ist. Der Generator funktioniert noch.
rechne ja sowieso damit, dass das irgendwann anders sein wird. Mal gucken, wo könnten wir denn... Wir könnten nochmal zum Steg gehen, ob da irgendwas Neues ist. Hier herumzustehen hilft gar nichts. Hier herumzustehen hilft gar nichts. Vor allem, das Boot ist keinen Zentimeter weiter gesunken. Das ist jetzt genauso und nicht anders wie angeklebt unten. Das, ja. Genauso wie es in der Realität wäre. So, aber erst sprechen wir mit der Dingens, Tante. Genießen Sie den Wetterumschwung, Miss Brent? Auf dieser Insel gibt es nur zwei Wetterlagen. Düster und etwas weniger düster. Ich nutze dieses etwas weniger düstere Wetter aus. Sie waren ziemlich streng mit Dr. Armstrong. Nicht mehr, als er verdient hat. Ein Wunder nur, dass er in betrunkenem Zustand nicht noch mehr beim Operieren getötet hat, als diese Frau, die Owen erwähnte. Please, hieß sie? Armstrong versuchte, Ihnen beim Frühstück zu helfen. Ich benötige seine Hilfe nicht. Ihre auch nicht. Der Herr wird dich mit seinen Fittichen decken. Dass du weder erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, noch vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Sie sind das nächste logische Opfer, Miss Brent. Ich bin anderer Meinung. Owens Bienenstich könnte vieles bedeuten. Eine meiner Stricknadeln vielleicht. Sogar eine Injektionsnadel. Ich vermute, dass der Doktor welche davon in seiner Tasche hat. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Engel des Todes mich übergehen wird. Oh, sonst noch irgendetwas, was von Wichtigkeit sein könnte? Ich kann mich für seine Wichtigkeit nicht verbürgen, aber etwas recht Ärgerliches ist geschehen. Was? Jemand hat meine graue Wolle gestohlen. Alles. Ohne sie werde ich diesen Schal nicht zu Ende stricken können. Ich will sie nicht länger stören, Miss Brent. So ein Schuft, einfach die Wolle zu stehlen. Wobei ich das kenne, wenn einem dann die Wolle ausgeht und man nicht vernünftig Nachschub holen kann. Ja, das ist dann auch für den Arsch. Na, was will man machen? Ist er weg? Und man kann den Schal nicht beenden. Ich könnte mal wieder was stricken. Schon lange nicht mehr gemacht. Mir ein Let's Play von dem anders angucken und dann schön nebenbei stricken. Das ist doch ein Plan. Mal gucken. Nein! Sie schuft! Ihre Launen sind so wechselhaft wie das Wetter. Halten Sie sich von ihr fern. Ruhig Blut, alter Knabe. Aus irgendeinem Grund scheint die Dame Sie zu bevorzugen. Vielleicht, weil ich ihr nicht die ganze Zeit auf den Sack gehe? Ich habe sie wohl unterschätzt. Ob Owen das auch hat? Na komm her. Alles in Ordnung, Vera? Ja, alles bestens. Ich weiß nur nicht, wem ich trauen kann. Sie sollten niemanden trauen. Oh, Patrick! Ich glaube, er ist nicht nach einem Gespräch. Gut. Ja, ist aber so. Die sollte niemandem trauen. Und ich glaube auch nicht, dass Vera sterben. Also nicht Vera, sondern hier Emily. Emily Brandt. Ich glaube nicht, dass die sterben wird. Die ist zu offensichtlich. Wobei ich ihre Art einfach nicht mag. Die ist so... Das kann man schon nicht mehr gottesfürchtig nennen. Ich muss erst die Bienen ruhig stellen. Sie greifen mich sonst bestimmt an, wenn ich sie in ihrem künstlichen Zuhause störe. Ich könnte, kann sie gießen. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Mehr als sie gießen kann ich nicht. Mehr hab ich nicht. Na gut, komm. Weiter. Wir haben übrigens seit 3 Tagen Äpfel in der Tasche und die sind immer noch frisch.
nicht viele Äpfel in diesem Obstgarten. Liegt vermutlich an der mangelnden Sonne. Die Leiter können wir ja nicht mehr mitnehmen. Ziegen! Ah, Gestrüpp. Haben wir inzwischen sowas wie eine Heckenschere oder so? Ein Propeller. Das ist keine sehr gute Idee. Ich könnte die auch ausbuddeln. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Hm. Ja, mehr habe ich nicht. Sonnenblumen. Komisch. Sieht nicht so aus, als ob diese Insel sehr viel Sonne abbekommt. Na, Sonnenblumen sind robust. Immer noch diese blöde Ziege. Kann ich dich... Diese Ziege ist eine Gefahr. Kann ich dich füttern? Mit Äpfeln? Das mache ich nicht. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich kann dich auch hier besoffen machen mit den... Das wird nichts nützen. Das hat keinen Sinn. Nicht. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass ich die... Das mache ich nicht. ...begießen. Ich kann... Das ist aber ein großer Eimer. Das ist echt ein riesiger Eimer, dass der ganze Trog voll Wasser ist. Also ich hab so einen großen Eimer nicht. Beziehungsweise ich kann auch so einen riesigen Eimer Wasser nicht tragen. Kann man ja vorstellen, nicht nur, dass der riesige Taschen hat, sondern der muss ja auch das ganze Gewicht damit rumschleppen. Hier sieht's aus wie an dem Strand, wo wir angespült wurden. Nicht? Geh mal da rein. Oh, guck mal. Was ist das? Das ist ein kleiner Benzinkanister. Ich kann nichts von Interesse sehen. Jetzt können wir alles abfackeln, alles. Ich frage mich, wofür diese Häuser verwendet wurden, bevor man sie dem Verfall überließ. Mehr kann ich aber auch nicht gucken. Aber die Hütte erinnert mich an da, wo wir angespült wurden. Was ist das? Rausgehen. Mehr ist hier auch nicht so. Gucken, was ist das? Ledernes Ziegenbüschel. Brauchen wir nicht für diesen Fallschirm? Ein Ledergeschirr? Ja, haben wir. Diverse Längen Seil habe ich doch auch. Ich habe doch hier mein verwirrtes... Dazu besteht kein Grund. Dann nicht. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das die... Längenseil sind, dass das Ledergeschirr. Die Seidenlaken sind weg.